das hier mit der neuen Fahrradstraße. Wie lange hast du dich dafür eingesetzt, Michael? Absolut. Seit ich 2019 im Stadtrat gekommen bin, war das immer schon Thema. Denn das oft mit dem Referat Stadtentwicklung auch besprochen. Schön, dass es jetzt so gut vorangegangen ist. Ja, idealer Lückenschluss ins Lautertal. Das sind genau die 2 Kilometer, die noch gefehlt haben für eine durchgehende Radverbindung von Kaiserslautern einerseits bis nach Otterberg, aber auch bis nach Lauterecken raus. Ja. Und wenn der Bachbahnradweg noch kommt, dann bis nach Weilerbach. Also ja. Wir bekommen ein richtig cooles Netz, man sich sicher bewegen kann. Eben, und jetzt mit den französischen Kissen hier fühlen sich halt auch Familien mit Kindern wirklich sicher auf dem Fahrrad. Das war vorher überhaupt nicht. Wir sind die Leute auch viel zu schnell gefahren. Muss man sagen, dass ja 95% der Autos zu schnell gewesen sind bei dieser Verkehrszählung mit einer Spitzengeschwindigkeit von über 100 Stundenkilometern. Und dass sich da niemand sicher fühlt auf der Strecke, ist ja mehr als verständlich. Ja. Und jetzt können eben wirklich Familien nach Katzweiler zur Bonanza rein oder sonst was hier einfach durchfahren und das macht dann Spaß. Ja, und russisches Öl wollen wir ja nicht mehr. Also alles perfekt. Und die nächste Radstraße kommt bestimmt, Augustastraße in der Stadt. Genau. Großer Dank an das Referat Stadtentwicklung, das ja wirklich wahnsinnig stark jetzt vorangetrieben hat. Unsere neue Radfahrbeauftragte von der Stadt. Ja. Ich glaube, es ist ein voller Erfolg. Man sieht so viele Familien, die hier fahren, so viele, heute ist das Wetter ein bisschen nicht ganz so toll, aber so viele Menschen, die diese Straße einfach nutzen. Ja, als wir hergefahren sind, hatten wir ja schon Parität. Ne? Eigentlich mehr Fahrradfahrende als Autofahrende.